5. Februar, Samstagmorgen, Jahr 22, Covid-Jahr, Fasnacht reduziert. Guten Morgen. Guten Morgen. Was hast du gesagt, warm machen? Bist du noch nicht ganz warm, oder was? Ist schon zu früh? Voll parat. Schon? Ja. Der André mit seiner Crew am Morgen um 6 Uhr bereits hier im alten Führerdepot und es geht jetzt um Trölli aufzuzeigen. Kameramaster, hoi. Hey. Etwas von der Fasnacht soll ja stattfinden. Möglichst alles, was irgendwie möglich ist. Und die Rülle aufhängen, ja, ihr werdet es sehen, das ist eigentlich nur ein Krampf. Was meinst du mit dem Adelsack, wo nicht drauf kommt? Genau, nein, nein, nein. Hey? Nein. Du kannst hier oben, du kannst rauf. Ist das hier oben? Hä? Ist das hier oben? Hier oben, du bist windelfrei. Kannst du mir den Knüppel runtergehen? Herrgott, was ist das? Knüppel! Knüppel! Der Ciao! Am Morgen um 6 Uhr geht's los. Die Eindrücke von diesem Tag bis am Nachmittag hätte ich fünf. Jetzt geht's los! Neben dem Telefon, oder was? Und wenn du es nicht hier kannst, nimmst du das Telefon. Lügst du mir an. Ja, 22 Platz. Wie viel sind es? 22? 22. Und jetzt so hin, gehen wir mit denen jetzt da? Jetzt sind wir die im Städtli verteilen. Wir haben da einen klaren Plan natürlich. Und dann müssen wir nochmals improvisieren, wie es das so ist im Leben. Aber wirklich schön, gell? Das Fasnacht wieder gibt. Unbedingt, endlich. Ja, schön. schön. Wir gehen jetzt fahren nach Richtung Corona. Was machst du denn jetzt? Sind wir fängt vorbereiten. Die kommen dann gleich, die kommen in einer Viertelstunde. Ist gut, aber ich kann mich auch mit allen gleich einstecken. Wir waren noch zusammen drüben, oder was? Sind ja wir so zusammen drüben?
So, da sehe ich ein anderes Loch, wo ich sehe. Eine Kernbohrung. Viele Pläne, oder? Wo was hinkommt.
gemeint, hat dich nicht gefragt, ob sie die neue Lampe montiert haben, ob die auf den Pass noch passt. So ist ein Röli nach dem anderen dort zu Hängen gekommen, wo sie eben vorgesehen war. Seestrasse, der Abgab an der Bahnhofstrasse und so weiter. Ich glaube, bis 1. März hängen die ja. Ihr könnt selber schauen, wo die kleinen Röli hängen. Ja, also der Regen, das seht ihr, überhaupt das Hudelwetter, der Fasnacht tut das kein Abbruch. Da ist man voll dabei. Am 9. sind sie fertig gewesen, mit den kleinen Röli, sind gut zu Mittagessen gegangen und dann um 13:30 ist weitergegangen mit dem grossen Röli. Der hängt inzwischen. Und wie er zu Hängen gekommen ist, das seht ihr. Da war mal der Kopf gewesen. Aber dann ist es abgegangen in die Ankleidekabine. Also, das ist gar nicht so einfach. Also wirklich, auf jeden Fall viel Arbeit war es noch gewesen. Und wir schauen einfach mal zu. Ja, mal rein mit. Ja, ja. Können wir noch nicht viel falsch machen, wenn er drinnen ist. Das, mal mal ist der Kopf. Das ist der Kopf, gut. Heute hat er mal einen grösseren Kopf. Hosen anlegen. Eine Flügelmutter, nicht die Schwiegermutter, die das, Flügelmutter. Das ist eine Unterlagscheibe. Ja, wir kommen nachher auch noch kurz zu halten.
Nein, auf den Tisch. Du musst einfach schauen, dass du drunter bist. Ich glaube, du musst mehr lupfen da. Ja, ja. Bohren dann. Nein, stimmt. Aber nein, warte mal. Aber es muss ja so sein, der Buch ist doch vorne. Eigentlich ist es nicht so. Ich meinte, aber sonst vorne ist. Ja, stopp mal nicht. Ich rufe dich auf die Seite. Sehr gerne. Der Bild? Ja. Hinten anheben. Ja, hier. Weißt du was? Du nein. Du musst die Falte löffeln. Du musst die untere löffeln. Was für mich, hä? Ah. Jetzt. Heben! Ja. So. Jetzt geht's gerade. Ja, bitte drücken. Da. Da. So. Nur für den Bericht. Das ist noch das Einfachste. Weißt du, musst nicht noch 180 Grad drüber. Nein, ich stimmt. Bist du sicher? Ja. Der Bauch vom Röli ist vorne und nicht stimmt. Jetzt das nächste Mal schreiben dann A, B, B. Das haben wir am Griff. Aha, gut. Es ist spannend, wenn es zum ersten Mal richtig funktioniert. Nein, das ist ganz einfach. Die Flügelmutter verleiht Flügel, hä? Genau. Aber nur wenn sie... ...die angezogen hast im Auto hin. Jemand? Ich wäre froh, wenn jemand schaut nach dem Schwank da hinten. Ja, Nico. Jemand, der den Schwank auffängt, damit er sicher nicht zeitlich vordrutscht. Hier hinten den Stangen und auf den Backen heben. Schwanken schauen. Was ist mit mir? Jetzt haben wir den Arm auf der richtigen Seite. Jetzt haben wir immer hier gekommen. Schöne Bündung. Meinst du? Sieht gut so schlecht aus. So. Hey, Kabelbinder sind am Auto. Hinter auf dem Ding, auf dem Anhänger. Hinter vom Anhänger. Was suchen wir? Kabelbinder. Aha. 10 für 2, perfekt im Zeitplan. Timing. Aufgehängt wird er am 4. Das heisst, zwischen dir gibt es noch Papierli? Nein, höchstens eins. Eins. Wie lange muss er heben? Der. Würde der Butti abhängen, da wieder abgenommen und die ist heuer am 1. März. Also fast einen Monat, he? Hey, genau, einen kurzen. Ja, das ist eigentlich das untrügliche Zeichen, dass es in der Zwallenstadt Ballstadt ist. Was, wenn man Kabelbinder braucht? Nein, an der Röli hängt. Ah, okay. Komm, da noch mal einen. Mach mal den Fürschi. Einen Zack. Siehst du? Zu viel geschnurrt. Im Bus, hinein im Werkzeug. Da. Oder? Gut. Nein, Hans, gefunden. Nico. Gut, du bist im Norden, oder? Hans Paletti. Bin ich schon Händchen? Du musst den Spülopor zurückschütteln. Ja, sehen wir gut an. Jetzt nehmen wir mal hier rein. Hier noch mal hinten. Oder das die anderen ja auch so. Das ist spannend. Hoi, Kato. Was glaubst du, wie das aussieht, was wir hier machen?
Ja. Jetzt mal eine Gegenfrage. Ja, was machen wir jetzt da? Ja, sag du es mir, du siehst es doch. Ja, haben schon alle. Aha. 100 Punkte für dich in dem Moment. Hey, der erfahren wir nochmal. Aber jetzt ist ja kein Hitz da. Das ist ja so. Aber morgen um 5 Uhr ist es wieder frisch. Ja, und dann die andere Hand da oben, die hat kein Händchen über. Nein. Ah, okay. Das ist seit 100 Jahren der Brauch, nur ein Händchen. Nur ein Händchen. Nein, die tun wir dann auch noch an. Warte mal, du musst mal noch mal ein bisschen abschütteln. Nein. Das ist der Unterträger von hier, oder? Du gehörst mir, gell? Nein, ich muss mich so. Wissen Sie, wie es geht? Nein, wir wissen nicht, wie es geht. Sie haben ein bisschen Probleme dahinter. Haben Sie Probleme? Ja, da ist der Chef. Das sind Gerüchte. Das sind Gerüchte. Wenn Sie Probleme hätten, würde der Chef nicht da stehen. Dritte vorgekommen. Darum ist der Robin entstanden. Du, die anderen haben gesagt, es geht nur ein Händchen dermal. Hey, nicht bitte nicht. Ich habe es gesagt. Was meinst du, ein Händchen? Ja, da braucht es kein Händchen. Ich habe dermal ein Händchen, haben sie gesagt, auf der anderen Seite. Ja, dafür gibt es aber einen halben Film von dem. Nein. Ein Händchen und einen halben Film. Ich kann Sicherheitsnorden, dann machen wir den Radar. Auf dieser Seite. Hosen raufzuhören. Ja. Du, ich habe das Gefühl, das stimmt anatomisch, etwas mit der Hand nehmen. Die anderen sind immer schon fertig. Das ist, eine Hand ist immer schwieriger als die andere. Ja. Gell? Schwer. Ist ja schon, gell? Ja, ja. Recht. Aber jetzt ist er dann gleich ready. Meinst du? Wirst du sehen? Ja, 2, 3 werden. Hast du noch mal einen? Das ist ein eindeutiger Linkshänder, gell? Weil rechts ist es viel schlechter gegangen. Also rechts geht es schlechter. Fabian, das solltest du es im Fall. Rein? Da, so ist es gut. Weil wenn du es nur so treiben tust, geht es rauf. Ich kann alles so drehen. Eben ja. Das war ein Anfänger. Aber hey, nicht ganz auf den Kopf. Nur ein bisschen. Ah, es liegt im Kino. Das macht ihn so, oder? Nein. Du musst es da so gehen, du musst es hier heben. Da. Muss ich unten durchkriechen? Du musst dich bücken. Muss ich unten durch? Fährst mit dem Arm da rein und nachher unten durch. Ja. Doch, könnte noch länger gehen. Auf der rechten Seite bin ich schon kleiner. Etwa 10 cm. Mehr Leute, nicht mehr drin. Halb Meter. Das ist ein Lupen. Warte, komm mal raus. Hallo. Aber noch? Ja. Gut, wir gehen langsam. Gut. Ja. Wir probieren es zuerst. So, auf die Das ist die Hatze. Dann können wir nachher wieder zurückfahren. So, jetzt hast du Ringe. Ist das ein Hitze? Eine Klimaerwärmung. Was ist denn? Kommst du gut, eh?
Ja, lieber Hans-Jörg, wir sind eigentlich selten so schnell gewesen wie heute. Ja. Ja. Trotz einem Jahr Unterbruch. Vielleicht ist noch ein wichtiges Merkmal, das Gewand haben wir mit Hilfe von einer Haufen Freiwilligen im Jahr 2020 frisch renoviert. Ja. Wunderbare Sache. Und nächstes Jahr werden dann 20-jährig, ja? Habe ich gesehen, der Füße unten. Also nur das Gerüst innen? Ja, ja, genau, das Gerüst 20-jährig. Und jetzt haben wir nach 18 Jahren haben wir das Gewand erneuern. Also wieder unter den Kopf frisch lackieren auf unserem schönen Rölli. Ja. Also wieder strahlend. Ja. Du, aber da hinten, er strahlt jetzt langsam um. Er hat gesagt, ja, rechts krachen schon fast zusammen. Du. Die Schulterkleid gerade gleich ab. Eben. Aber wir sind hart im Nehmen. Das ist der stärkste Fall. Eindeutig. Was musst du machen? Mal gut kippen? Nein, ich kippe. Wieso? Gibst du ihn rauf? Ja, nein, nur ein Witz. Wieso? Weil er rutscht immer nach links und nach rechts. Ja, nicht mehr mit Bier, hä? Ja. Ja, Dave war das Problem. Aber schon gleich. Der Dave, jetzt stimmt die Länge, oder nicht komplett? Ja, es ist jetzt lang. Also komplett. Also, nein, der Kleid ist super mit der Länge. Beide sind genau. Aber ich muss den Wald ein bisschen runter. Ja. Und dann die Nasenlöcher polieren. Die Jacke Haar rauswachsen. Und? Geht's noch? Der Gurt könnten wir machen. Immer noch hier. Aber eben dieser Schlinge wird er echt aufgehängt, nein, oder? Nein, Schlinge ist nur jetzt. Aha. Nachher kommt das Gestell dran mit der Lampe und dort hat es nachher die Enthalterung verzeiht. Ah, so. Das ist nur provisorisch. Aha. So, Witz! Der, der am meisten Höhen Angst hat, muss ich das Zeug machen. Oder? Will ich das auch selber machen, oder was? Ja, du bist ein One-Mensch, oder? Ja. Und dann sag ich. Jetzt noch ein bisschen mehr. Rechts, ja. Und um mich, so, da. Genau. Und dann mit der Leiter. Mega. So. Schweiz ist nur eigentlich so, dass ich auf dem Style bin. Schneller geht es schneller. Ohne Schneller geht es schneller. Ja, Da.
Rücktritt. Heißt das eine Hure? Doch, Fabian, Rücktritt. Fabian! Ich bin schon da. Sie sind nicht so klein, Mann. Sie bin nicht so klein. Das ist fucking skandalös. Wir müssen weiter führen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das gut ist, ob er nicht anders bin. Siehst du? Stopp! Warte mal schnell! Stopp! Stopp! Oder können wir ihn schieben? Nicht gut. Warte, wir sind fast weit hinten. Ich fahre mir ein. Ja. Und das ist die richtige Stange, gell? Genau, richtig. Aha, super. Und dann wird der Tag und Nacht beleuchtet. Immer. Bis er wieder runterkommt. Und dann kannst du wieder den Kopf heben am Schluss. Genau. Bis er weg ist. Genau. Und alles ist wahr. Nein, ich hebe ihn dann nicht, ich gucke ihn drauf. Das Ganze ist jetzt gleich wieder. Ja. Das Stromkabel hier, das geht dann mit rauf. Und dann wird das angeschlossen und damit die Rolli schön beleuchtet ist in der Nacht. Und alles gell, nachhaltig mit LED. LED Leuchtmittel. Wie machen das jetzt? Zuerst kommt hier das Rotseil. Jawohl. Das Rotseil über zum Haus. Ja. Dann kommt das gelbe Seil runter. Dann ziehen wir das Rotseil rauf, fahren sie ein. Dann kommt die gelbe Schnur wieder runter, wo das Stromkabel raufzieht, dass wir das auch anhängen können. Und dort auf dem Haus bist du am Hebel? Dann bin ich am Hebel, ja. Oder das vierte, zwölfte, schon streng. Zwölfte. Streng, gell? Für den letzten Zwick brauchen wir aber noch den stärksten. Okay. Wo haben wir uns kennengelernt in der Wahlgesellschaft? Hey,
steht am Fenster. Ja. Endlich ist es wieder so weit. Jetzt ist Fasnachtszeit. Es kommt gut. Es kommt sogar sehr gut. Bald gehört das Zertifikat für einen Beizenbesuch der Vergangenheit an. Pünktlich auf die Fasnacht sollte höchstwahrscheinlich alles wieder normal sein. Wir haben ja auch einiges zum Nachholen von letztem Jahr. Also, bastelt und näht. Überlegt euch tolle Ideen. Geht raus auf die Strassen und Beizen. Macht unsere Stadtner Fasnacht zu dem, was in der ganzen Ostschweiz schwärmt. Sind ihr dabei? Apropos Beizen. Ja, es hat weniger als auch schon. Aber ich will euch sagen, beklage dich nicht, was mal war. Nütze intensiv, was da ist. Wir haben neben diesen Beizen, die ihr sonst alle kennt, hier im Städtli, auch noch das Kaffee Warga, gerade hier um eine Ecke. Dort in der Milchi ist Party. Die Bierhalle geht höchstwahrscheinlich extra auf über die Fasnacht. Und am Schmuddo und am Wochenende noch die tolle Holzbar von der Höpfnis. Insbesondere für die jüngere Generation. Der Guido Lavarini hat um unseren Spruch noch einen wunderbaren Reim gemacht. Also, im Sommer tummeln sich Touristen in allen Facetten in den Churfirsten. Es hat Wanderer, Kletterer und auch Radler, sogar Jumper wettiefert mit den Adler. Um die Luftheit und das Panorama, wenn es nun nicht endet im Drama. So wird der Freizeitspass zum Boom und alle kommen zu ihrem Raum. Ruhe kehrt erst im Winter ein, die schroffen Fanken sind nichts für die Ski. Wenn es wacker pischet und der Twer ist los, stöhnen die Tannen ganz kurios. Höhe Wächter türmen sich bedrohlich auf, rauben am Leben der letzte Schnuff. Dann wird's gefährlich am Hinterrück und die Schattenbachlaue macht gewaltig Druck. Sie wird über die Ecke vorbei am Kamsässli, nicht sie stürzen zum Stollenkopf ganz grässli. Die armen Seelen und am See fürchten sich vor dieser Massenschnee. Drum wird seit Jahren, es ist ein Sagen,
die Laue gesprengt auf künstlich Wege. Die Minenwerfer sind ausrangiert. Jetzt hat man Sprengköpfe installiert. Sogar auf dem Tablet, ganz fortschrittlich, sind alle Standorte klar ersichtlich. Darum sagt der Amme zu seinem Rot, das ist die Rettung in der Not. Jetzt kann's jeder Depp, die Laue kommt per App. Fasnachtsmotto 2022. Und wie kommt die offizielle Begrüßung? Schnölli, Gölli, Suppe, Schnölli, raus mit der Butzi, heuja, heuja, ho! Hauer mit der Tore, hauer mit der Tore, einer, Butzi, Bub, einer, Hösi! Butter, wie, Dreck am Lied! Grüß im Haar und das ist mal. Domino, bring mir noch, gib mir einen Klaps und kann ich noch. Jöcki, Zieger, Jöcki. Das ist noch gar nichts! Rölli! Thank you.
We'll be right back.